Friede hat viele Gesichter. Gestern haben wir das Märchen vom Frieden gehört. Jesaja, ein Prophet, erzählt in der Bibel vom Willen Gottes. Er erzählte den Menschen, dass Gott Frieden will. Frieden zwischen den Menschen und Frieden zwischen Tier und Mensch. So können wir im Buch Jesaja folgende Worte hören. Dann wohnt der Wolf beim Lamm, der Panda liegt beim Böcklein. Kalb und Löwe weiden zusammen. Ein kleiner Knabe kann sie hüten. Kuh und Bärin freunden sich an, ihre Jungen liegen beieinander. Der Löwe frisst Stroh wie das Rind. Der Säugling spielt vor dem Schlupfloch der Natter. Das Kind streckt seine Hand in die Höhle der Schlange. Man tut nichts Böses mehr und begeht kein Verbrechen auf meinem heiligen Berg. Denn das Land ist erfüllt von der Erkenntnis des Herrn, so wie das Meer mit Wasser gefüllt ist. Ein schönes Bild vom Frieden. Friede fängt bei mir selbst an, indem ich liebevoll mit mir selbst umgehe. Aus dieser Grundhaltung wird es mir leichter gelingen, anderen Menschen mit Verständnis zu begegnen und so ein Zeichen des Friedens zu leben. Friede soll mit uns sein. Ich wünsche Ihnen hier aus unserem Café Anna eine gesegnete Adventszeit.